So, und jetzt schauen wir mal nach dem Jäger aus dem neuen Lager. Der müsste ja eigentlich hier vorne gleich sein. Ich hätte ihn eigentlich ein bisschen näher dran an dem anderen Jäger in Erinnerung, aber das täuscht wohl. Ja, da vorne ist auch die andere Hütte. Er hatte zwar letztes Mal nicht verkauft, aber es ist gut schon anderthalb, 2 Wochen oder so her, dass wir ihn angesprochen hatten. Also ganz am Anfang, als wir das neue Lager hier erkundet haben. Fährt er ja jetzt was? Nö, will immer noch nicht mit uns reden und auch nichts verkaufen. Na gut, ist sein gutes Recht. Wir laufen einfach weiter Richtung neues Lager. Ja, wird ja auch schon wieder langsam hell, hm? Oh, weia. So, hier kommt gleich die Brücke. Ja. Abkürzen können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Der hätten wir vorher durchs Wasser gemusst. Ah, was soll's. Ja, mal schauen, wie das jetzt mit Lee läuft. Weil Lee arbeitet ja eigentlich für die Wassermagier. Und Kor Anga hat gerade gesagt, wir sollen die Wassermagier unterstützen. Also, vielleicht werden wir von Lee weitergeschickt. Oh, wir sollten langsam mal die Fackel wegstecken. So. Ja, der Wenn du Reislord. meinst. Der hat sich ja inzwischen einigermaßen gebessert und lässt seine Jungs nicht mehr ganz so hart schuften. Was so ein Schlag auf die Nase alles bewirken kann. Aber ja, das neue Lager war definitiv die beste Wahl. Hätten wir uns im Sumpflager angeschlossen, das wäre ja ein richtiges Chaos geworden da. Oh. Die Axt kennen wir doch. Ist das Gorn oder der andere? Ah, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Lester wieder. Der hat echt überall seine Finger im Spiel. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht, aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf, aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bis später. Na gut. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Nein. Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Okay. Und du willst dich mit einem schwer gepanzerten, schwer bewaffneten Typen einfach so anlegen, weil er ein Mistkerl ist? Rückgrat hat er. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen?
damit ich den Reislord und seine Schläger fertig machen kann. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reislord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ah, das muss dann wohl Horatio gewesen sein. Wir hatten ja früher uns schon mal gemerkt gehabt, dass wir, wenn wir den Reislog erledigen wollen, vorher mit Horatio sprechen, weil der auch was gegen ihn hat. Und er hätte uns jetzt helfen können, ein bisschen stärker zu werden. Natürlich sind wir jetzt schon ziemlich stark und brauchen das seinen Tipp nicht mehr unbedingt. Aber falls wir mal in eine Kneipenschlägerei kommen, könnte es ja ganz praktisch werden. Auch wenn wir denn genauso wie er ein bisschen vorsichtig sein sollten. Denn wenn wir jetzt jemandem eine verpassen, hat er auch ein ganz schönes Problem. Aber gut, jetzt zu den wichtigen Dingen. Wir sollen mit Kronos sprechen, dem Erzhüter, der ein wenig arrogant ist. Aber bei den Nachrichten, die wir haben, ist es ziemlich egal, wie arrogant er ist. Der wird uns vorlassen müssen. So, da ist er ja schon. Hallo. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Das müssen ja sehr wichtige Studien sein. Probieren wir nochmal. Hallo. Cor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Was ist los? Hallo. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Tetriandoch. Und Saturas ist beim großen Pentagramm. Tetriandoch. Gut. Ja, er war wirklich eine zähe Nuss. Aber wenigstens haben wir jetzt das Passwort und können mit den wichtigen Leuten sprechen. Er hockt hier bloß auf dem Haufen Erz und macht nichts. Außer ein paar Amulette verkaufen. So, Tetriandoch. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Tetriandoch. Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt.
Du kannst passieren. Verlass dich auf jemanden. So, und wer von euch steht jetzt beim großen Pergament? Pentagramm? Niemand, aber er fackelt sich selber ab. Der sehr kompetente Magier hier. So, das sieht doch wie ein großes Pentagramm aus. Da musst du Saturas sein. Sei gegrüßt. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Na gut, die Karte ist schon mal sehr praktisch. Dann können wir gucken, wo noch Fokussteine sein könnten. Und der Zauber? Gucken wir mal kurz. Also im Sumpflager haben wir eine richtige Rune bekommen, mit der wir uns jederzeit zurück teleportieren können. Hier hat es den Anschein, als wenn wir nur eine einfache Schriftrolle bekommen hätten. Das ist natürlich schade.
Also sollten wir die auch nur benutzen, wenn wir es wirklich unbedingt brauchen. So, und jetzt schauen wir uns mal kurz die Karte an. Oh weia, die sind hier über die ganze Karte verstreut. Gut, den im Osten haben wir auf jeden Fall schon. Und den haben wir auch schon Saturas gegeben. Das war der aus dem Sumpflager, der bei Korkalom in der Kiste lag. Zwei weitere Fokussteine haben wir schon gefunden. Aber die Frage ist jetzt, wo waren die her? Wir waren schon im Südwesten, da war der Steinzirkel. Wir waren genauso im Südosten, da müsste die Festung gewesen sein mit den Harpien. Und im Nordosten, da war die Festung, wo wir den Hinweis gesucht haben für die Quest aus dem Buch. Im Nordwesten, da waren wir noch gar nicht. Aber es ist auch die Frage, ob wir die Fokussteine an jedem Ort auch gleich mitgenommen haben. Denn irgendwo, also entweder im Südosten oder im Nordosten, haben wir einen Fokusstein auf einem Vorsprung liegen sehen, aber wir kamen nicht ran. Das heißt, da liegt auch noch einer. Wir sollten einfach nach und nach alle Punkte einmal abgehen. Also wir gehen zuerst nach Südwesten, weil das am nächsten dran ist. Dann gehen wir von da aus weiter nach Südosten. Den im Osten überspringen wir, dann gehen wir nach Nordosten und dann nach Nordwesten. Das klingt doch nach einem Plan. Aber erstmal speichern wir ab. LP 54.